Yeah, Flex. Yo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Cedo-Talk. Leute, wisst ihr das manchmal? Ich heiße ja Cedric, ne? Ja, viele kennen mich noch als Cedo, so würde ich jetzt mal behaupten, so kennen mich die meisten. Aber voll viele, die mich jetzt zum Beispiel auf der Straße sehen und fragen, wer ich bin oder so, dann fragen die immer, bist du Cedo-Talk? Finde ich immer ganz witzig, weil eigentlich kann man einfach sagen, ey, bist du Cedo? Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema, liebe Freunde. Heute geht es nämlich um ein ganz anderes Thema, liebe Freunde, und zwar um unseren lieben, verpeilten, verklatschten Bruder Sean. Ich habe ihn vermisst, liebe Freunde. Und zwar habe ich ein Goldstück gefunden. Ich war in einer Silbermine, aber habe Gold gefunden, also Beste, was mir passieren konnte. Und zwar habe ich ein Interview gefunden von TooFlash Fabian. Wir haben ja schon ein paar Mal auf ein Interview von ihm reagiert. Und zwar heißt das Interview Schwangerschaft von Yassi. Jetzt spricht der Vater. Wie ist es mit 16 Vater zu sein? Mäßig. Ein auf den, liebe Freunde. Da muss ich reinschauen. Da muss ich reinschauen, liebe Freunde. Ein Interview mit Sean. Wie es ist, Vater zu werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Wenn es genauso fühlt wie ich, liebe Freunde. Perfekt. Let's go, der Hase. Bald sehr jung, Vater. Meine Eltern genauso. Natürlich war es anfangs für sie auch ein Schock. Also ich bin 16 Jahre alt, aber ich weiß ja trotzdem für mich so, wie es wirklich war. Wie stehst du denn jetzt aktuell zu Yassi? Weil mittlerweile seid ihr getrennt. Oh. TooFlash Fabian. Hey, ich bin Sean und willkommen bei TooFlash Fabian. Neben mir ist der liebe... Hallo Sean, schön, dass du da bist. Ey, wenn wir jetzt mal hier kurz stoppen, ne? Ihr seht ja jetzt hier über mir, ich bin an diesem kleinen Reaction-Käfig da unten. Ihr seht ja jetzt diese Equipment von hier TooFlash. Der rasiert ja richtig, der macht richtig einen auf TV-Studio, wa? Hier Kamera, Mac, alles krass, das Best Res, Alter, fett. Aber das Licht da oben drauf auf der Kamera verstehe ich nicht. Dieses viereckige Plattending, was ihr da seht, das soll ein LED-Licht sein. Ich glaube, das ist sogar das gleiche wie das, was ich habe. Guck mal, seht ihr da oben? Das da? Das ist ein Licht, ja? Das kann ich an- und ausmachen und dann kann ich es gelblich und weißlich machen. So ein gutes Licht, auf jeden Fall. Und da, warum hast du das? Du bist doch draußen und das Licht ist doch da, also... Oder hat er das benutzt, um noch von vorne zu beleuchten? Das verstehe ich nicht. Hä? Oder ist es nur für den Flex, liebe Freunde? Denn offensichtlich ist der Flex hier am Start, ja? Der Flex ist da, liebe Freunde. Finde ich gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir weiter. Und ich laber wieder viel zu viel und heißen Brei drum. Let's go. Liebe Type Sean, aber bevor wir mit dem Interview anfangen, stell dich einfach mal bitte vor. Hey, ich bin Sean und ich mache Instagram, TikTok, YouTube. Du bist jetzt oder... Wow! Danke für diese mega Vorstellung. Hey, ich bin Sean, ich mache Instagram, TikTok, YouTube. Perfekt. Mega. Du wirst bald sehr jung Vater. Wie hast du denn davon erfahren? Also, ich habe davon erfahren... Heutzutage erfährt man davon über WhatsApp, ja? Ja. Man kriegt eine Nachricht. Hey, Sean, ich weiß, wir sind nicht mehr zusammen, aber damals, als wir noch zusammen waren, da ist was passiert. Da ist eine gewisse Flüssigkeit mit dem Spiel. Eine chemische Reaktion ist entstanden. Und jetzt? Den Rest kannst du dir selber zusammendenken. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt kommt, dass es über WhatsApp war. Könnt ihr euch das vorstellen, liebe Freunde? Dass sie so... Oder dass sie ihn angerufen hat. Wenigstens das. Oder sie hat Netflix... Bei gemeinsamen Netflix-Konto hat sie noch ein drittes Konto für Kids erstellt. Uff, heute ist ein guter Tag und ich mach, was ich mag. Ja, heute wird wild, Leute. Ich merke schon, meine Witze sind... Let's go, Leute, let's go. Und zwar, Yassi hat mir damals geschrieben, dass ich unbedingt am Wochenende halt zu ihr fahren muss. Und genau, dann bin ich zu ihr am Wochenende gefahren und dann hat sie mir die Nachricht halt überbracht und... Ach, tatsächlich persönlich? Wie gesagt, schon geschockt. So was gibt's heutzutage noch? Damn! Ein extra Ton für euch beide. Das finde ich gut. Und so. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und ja, genau. Was war so dein allererster Gedanke dabei? So, mein allererster Gedanke. Sein allererster Gedanke war, oh damn, why the fuck did I did not use a fucking condom? Wahrscheinlich. Use the condom. Warum habe ich einfach nicht verhütet? Weißt du, was ich meine? Kurz vorher rausziehen ist halt auch keine Verhütungsmethode. Ja, muss man auch einfach kurz so sagen. Das ist, viele denken, das ist safe.
Nana, it is not. Es ist. Okay. Okay, dabei, natürlich ist es so ein Schock, wenn so eine Nachricht so, also ich bin 16 Jahre alt, wenn sowas auf dich zukommt und das ist schon echt hart, aber trotzdem, wir haben uns abgesprochen und so weiter, das schaffen wir schon alles. Ganz wichtig ist ja auch, dass dann immer das Umfeld so zu einem hält. Wie haben denn so deine Familie und Freunde darauf reagiert? Ja, also ich wurde jetzt einfach abgestoßen. Ich wohne jetzt auf der Straße, alle hassen mich. Ja, okay, darüber macht man keine Witze, weil es kann echt der Fall sein, dass es sowas der Fall ist. Also ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass das bei Sean so war. Hören wir jetzt. Also meine Freunde, das war für die natürlich auch ein Schock. Ich hatte, also anfangs habe ich es niemandem gesagt, außer einem sehr guten Freund von mir. Und nach einer Zeit habe ich es dann auch mehreren Freunden von mir erzählt und so weiter. Die waren auch ziemlich gut auf meiner Seite. Die haben direkt ihre Unterstützung angeboten. Und oha, und schon wilder Flex, jetzt ohne Witz. Einfach kurz, um das nochmal zu sagen, wilder Flex. Eine Kamera auf einem Stativ, zweite Kamera auf dem Stativ, dritte Kamera mit Kameramann. Boom, boom, Alter. Und dann müsst ihr auch überlegen, die vierte Kamera, die sozusagen das Video aufnimmt von Weitem, die gibt's ja auch noch. Boom, 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 to Flash Fabian ist TV-Moderator. Finde ich gut. Ich finde ihn sympathisch so. Er hat sich voll entwickelt. So, wir haben ja bestimmt vor ein, zwei Jahren auch schon auf seine Sachen so ab und zu mal reagiert. Und die Qualität ist gestiegen. Er macht sein Ding und ich finde das cool. Ich finde es einfach nice. So, man sieht, dass er da drin aufgeht. Finde ich cool. Wenn er mal fragen würde, ob ich auch mal bei ihm ein Interview mache, ich wäre direkt dabei. Sofort. Ich finde, der macht das gut. Fertig. Was? Und darüber bin ich natürlich auch froh. Meine Eltern genauso. Natürlich war es anfangs für sie auch ein Schock, wenn ich jetzt zu ihnen gehe und erzähle, ja, ich werde Vater. Ja. Und ja, aber trotzdem, sie helfen mir auch dabei und genau. Sehr schön. Okay, wie stehst du denn jetzt aktuell zu Yasi? Mich würde sau interessieren, was meine Eltern sagen würden, wenn ich sagen würde, ich werde jetzt Vater. Das würde mich schon sau interessieren. Das ist vielleicht mal ein komplettes Video wert, dass ich die einfach komplett hops nehme. Boah, aber die werden mich wahrscheinlich einfach... Die werden nicht sauer sein. Die werden mich auch nicht hauen. Nee. Aber schwierig. Weil mittlerweile seid ihr getrennt. Ja, also ich und Yasi stehen mittlerweile gut im Kontakt. Es gab zwar Komplikationen auch und so. Konfliktationen, liebe Freunde. Es gab Konflikte. Aha. Tell me more, Sean. Ich glaube, Sean wäre ein guter Kandidat für mein Interviewformat. Ich würde auch nicht die so langweilige Fragen stellen. Ich würde ihn halt schon einfach komplett auseinandernehmen wie so eine Weihnachtsgans. Doch, ja. Sean, melde dich gerne. Ich übernehme den Part, den Fabian nicht macht, mit dem Nachhaken, wenn eine Frage nicht richtig beantwortet wird, den übernehme ich dann auf jeden Fall. Also, falls du Bock hast, call me, hit me up. Geklärt und so, wir stehen gut im Kontakt. Und genau. Wie gehst du denn mit Hate um? Es war ja dann auch so, dass ziemlich viele Leute, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, sich eingemischt haben und du hast natürlich auch ziemlich viel Hate abbekommen. Wie gehst du denn damit um? So, das Ding ist... Irgendwie, ich sag's euch ehrlich, irgendwie nerven mich diese Fragen mit, wie gehst du mit Hate um, bla bla bla. Es klingt jetzt ein bisschen krass und ein bisschen hart auch, weil ja, viele von den Leuten können vielleicht nicht so gut mit Hate umgehen und dann verletzt das die voll und so weiter und so fort. Aber, das klingt jetzt blöd, das so zu sagen, aber dann musst du dir das vorher überlegen, weil... Egal, ob du der tollste YouTuber der Welt bist, es gibt trotzdem Leute, die dich haten und die dich runtermachen wollen und die dir im Weg stehen und so weiter. Und das ist dir auch vorher schon bewusst oder das sollte dir auch vorher schon bewusst sein. Deshalb finde ich die Frage immer so unnötig. So, ja, wie gehe ich mit Hate um? Hate ist da und gut ist so. Juckt am Ende des Tages nicht. Ist halt, ne, was will man machen? Hat jeder so. Aber ich finde diese Frage, die wird irgendwie gefühlt in jedem Influencer-Interview gestellt. Und wie gehst du mit Hate um? Ja, wie gehe ich halt mit Hate, was soll ich mit Hate umgehen? Soll ich das eintüten und sammeln oder was? Check ich nicht, verstehe ich nicht. Es ist halt, es haben viele Leute gehatet und so weiter, aber trotzdem, ich wusste für mich, was die Wahrheit... Ihr seid so scheiße, ihr kriegt ein Kind. So, allein Menschen, die, das sagt sie, das erklärt ja schon alles, Menschen, die haten, weil jemand schwanger ist und Leben auf die Welt bringt, so, die da irgendwie Welle machen, so, da braucht man doch gar nicht bis 3 zählen, um zu checken, dass bei denen einfach irgendwas nicht stimmt oder dass sie einfach nicht reif genug sind, um das Internet zu benutzen. So, I'm so sorry, aber... Und sonst was. So, das Ding ist, die Leute, die immer haten oder irgendwelche Kommentare von sich abgeben, so, die wissen ja nicht, was hinter den Kulissen alles los ist oder sonst was. So, die geben die Kommentare ab. Ich kann euch sagen, was hinter den Kulissen alles los war, liebe Freunde. Sorry, dass ich so oft stoppe, aber hinter den Kulissen wurden auf jeden Fall keine Verhütungsmethoden benutzt. Wahrscheinlich.
Ich lehne mich jetzt gerade sehr weit aus dem Fenster raus, aber ja, oder es ist halt was anderes schiefgelaufen. Das kann auch sein, ja. Für das, was sie sehen in der Öffentlichkeit, aber ich weiß ja trotzdem für mich so, wie es wirklich war. Und deswegen juckt es mich eigentlich gar nicht so. Ich schaue es mir zwar an, was die Leute kommentieren, habe auf ein paar Sachen bin ich eingegangen, aber trotzdem so, ich weiß, was richtig war oder was ich wirklich gemacht habe und sonst was. Und ja. Okay, verstehe. Was würdest du Leuten raten, die vielleicht ein bisschen jünger sind wie du und das vielleicht nicht ganz so relaxed aufnehmen, die auch Hate abkriegen bei Social Media? Was würdest du zu so einer Person sagen? Ich würde zu so einer Person sagen, du bist zu jung, um das Internet zu benutzen. Lösch deinen Account und warte noch ein paar Jahre, bis du so weit bist, dass du sagst, du bist reif genug, um damit umzugehen. Und dann musst du erstmal selber noch entscheiden, ob du Bock darauf hast, dich da hineinzustürzen in diese Internetwelt. So, ist ja irgendwo auch so, oder nicht? Also, es gibt ja einen Grund, warum viele Leute sich nicht trauen, jetzt sag ich mal, einfach YouTube-Videos zu drehen. Weil logisch, wenn du YouTube-Videos drehst und es spricht sich in der Schule rum, dann wirst du erstmal dafür ausgelacht. So, das ist so. Du kannst nichts dafür, dass Menschen von Grund aus scheiße sind. Das klingt so hart. Aber es ist so. Es sind einfach immer Leute da, die einem nicht gönnen. Und deshalb, nicht jeder hat die Persönlichkeit, direkt zu sagen, ja, Hate geht mir am Arsch vorbei. So. Ich würde denen einfach raten, so, das Ding ist, diese Leute, die Hate abgeben. Erstens, ihr kennt diese Person nicht in echt oder sonst was. So, die kennen euch nicht persönlich. Sie sehen die Person nur auf Social Media und sonst was, so auf YouTube, halt, wie sie sich abgibt, aber nicht, wie sie in echt ist und sonst was. Deswegen, ich würde auf das einfach gar nicht eingehen, weil, wie gesagt, die Person... Ihr seht auch, wie ich in echt bin, Leute. Sag ich euch ehrlich, Hand aufs Herz. Ihr seht, wie ich in echt bin. Weil ich bin auf tatsächlich auf Social Media. Ich spiele keine Rolle. Also ich bin nicht ein anderer Mensch, sondern ich versuche sehr gut so zu sein, wie ich bin, weil ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages am besten ankommt. Und dementsprechend seht ihr tatsächlich, das, was ich auf Social Media hochlade, ist unter anderem, bin ich selbst, ja. Natürlich seht ihr nicht mein, wenn ich jetzt die Kamera ausmache, dann seht ihr nicht, was ich danach mache. Ob ich jetzt mir was kochen gehe und Zwiebeln schneide und heulen muss oder ob ich mich aufs Sofa setze und irgendwie ein trauriges Buch lese und heulen muss oder ob ich zu Josie gehe und ihr einen Witz erzähle und lache, so. Logisch. Aber am Ende des Tages seht ihr zumindest in meinen Videos die Person, die ich wirklich bin. Das ist doch schon mal eine tolle Eigenschaft, oder? Dafür erstmal einen Daumen nach oben da lassen, liebe Freunde. Ja, nice. Und kennen euch nicht persönlich oder sonst was. So, die können zwar, die sehen das, was ihr in der Öffentlichkeit macht, aber sonst auch nichts. Ja, also Vater zu werden ist ja schon ein großer Schritt. Freust du dich auch darauf, oder? Ja, klar, natürlich freue ich mich, auch wenn es schon... Wäre auch blöd jetzt zu sagen, ehrlich gesagt, gar keinen Bock. So, selbst wenn man darauf keinen Bock hat, sagt man in einem Interview öffentlich nicht, nee, fühle ich nicht, so. Die Situation ist so mit meinem Alter und alles Mögliche, aber trotzdem natürlich freue ich mich auch, das ist auch was Schönes, ein Kind. Und genau. Was auch eine ganz oft gestellte Frage an dich war, bist du dann bei der Geburt dabei oder wisst ihr schon, wie ihr das handhabt? Wir wissen es noch nicht ganz genau, da das auch mit dem Krankenhaus, Corona und so weiter, ja, wissen wir ja nicht, wie wir das ganz genau machen sollen, aber ja genau, das regeln wir bestimmt alles noch. Kurze Frage dazu, liebe Freunde, an euch. Egal, ob ihr jetzt gerade ein Mädchen oder ein Junge seid, wir versetzen uns alle in die Lage, dass wir ein Mädchen sind, okay? Auch wenn du ein Junge bist gerade, du bist jetzt für die Situation, für mein Beispiel, bist du ein Mädchen, okay? Und die Mädchen haben Glück gehabt, ihr seid immer noch Mädchen. So, auf jeden Fall, ihr kriegt ein Kind. Nein, ihr werdet geschwängert. Aber ihr seid mit der Person nicht mehr zusammen und erst wenn ihr mit der Person nicht mehr zusammen seid, mit diesem Typ, dann kriegt ihr heraus, dass ihr schwanger seid von diesem Typ. Durch Corona darf nur eine Person mit ins Dingsbumszimmer. Würdet ihr trotzdem euren Ex-Freund reinkommen lassen, dass er mit dabei ist? Oder würdet ihr sagen, nee, Mama oder Papa oder eine Freundin oder so? Weil ich verstehe ja unter anderem, wenn es halt nicht so cool auseinandergegangen ist, dann will man halt diese Person vielleicht auch nicht mehr unbedingt sehen oder will vor allem nicht ihre Hand halten, so während man gerade so ein Kind rauspresst. Aber ich finde es auch irgendwo ein bisschen hart zu sagen, ey, der Vater darf nicht drin sein im Raum. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe keinen Plan, Leute. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich wüsste nicht, für was ich mich entscheiden soll. Und wisst ihr, was das größte Problem ist? Ich habe keine Kommentarfunktion. Dank YouTube. Puss an dich, YouTube. Deshalb könnt ihr jetzt nicht mal eure Meinung kommentieren. Das ist echt einfach ultra nervig. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung auf Instagram. Einfach per Direktnachricht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie die meisten von euch da denken. Ja. Schwieriges Thema, liebe Freunde. Machen wir mal weiter. Bist du dann auch so aufgeregt vor der Zeit?
Ja, ich bin die ganze Zeit aufgeregt. So, ich denke die ganze Zeit so daran, ey, nächsten Monat ist es schon soweit. Und genau, also ich bin schon aufgeregt. Redest du eigentlich gerne über das Thema? Also gerade wenn du so unter Freunden bist, oder ist das ein Thema, auf das du nicht so gerne angesprochen wirst? Es kommt drauf an. Wie die Situation gerade ist, okay. Wenn ich dann angesprochen werde. Heftiger Meme. Was, auch wenn ich in der Öffentlichkeit irgendwo bin, gerade mit Freunden oder sonst was. Und dann kommt zum Beispiel irgendwelche Zuschauer oder so, die mich dann ansprechen und die wollen mit mir darüber reden. So, dann ist es vielleicht nicht so passend, wenn ich mit anderen Freunden darüber bin, auch wenn die Bescheid wissen. So. Aber meistens rede ich dann schon darüber. Gibt es denn sonst irgendwas, was sich seitdem in deinem Leben verändert hat? In meinem Leben hat sich jetzt nicht unbedingt viel verändert. Natürlich, es kommt jetzt diese Herausforderung, sag ich mal, auf mich zu, dass ich jetzt Vater werde mit 16 und so, aber so an sich hat es schon krass verändert. So, ich muss jetzt mit 16 schauen, dass ich auf. Können wir auch kurz festhalten, dass ich bis jetzt nicht wusste, dass er 16 Jahre alt ist? Ich dachte immer, er ist älter als Yassi, aber Yassi war 17 während der ganzen Schwangerschaftszeug. Jetzt ist sie, glaube ich, soweit ich weiß, 18. Ich habe im Kopf, dass ich einen Post oder so von ihr gesehen habe. Ich glaube, sie ist jetzt 18 und er ist 16? Das wusste ich nicht. Ist ja jetzt nichts Verwerfliches oder Schlimmes dran, aber ich wusste das einfach nicht, Leute. Für das Kind sorgen kann und so weiter, für Yassi auch da bin und so weiter, ihr helfen kann, wenn sie irgendwas braucht. Und genau, aber an sich hat sich nichts verändert. Er kann auf jeden Fall ein Shisha-Placement raushauen. Wenn Yassi eine neue Shisha braucht, dann kriegt er eine Shisha geschenkt dafür. Mega. Wisst ihr dann schon, wo das Kind so hauptsächlich leben wird, oder lasst ihr das einfach mal auf euch zukommen? Ja, das lassen wir auf uns zukommen. Natürlich, anfangs wird es bei Yassi bleiben, weil wir hatten ja auch eine Fernbeziehung und die kann ja anfangs nicht mit dem Kind 4,5 Stunden mit dem Zug hin und her fahren. Und genau, ja, aber an sich kommt das Kind natürlich auch mal zu mir und dann fahre ich auch mal zu Jo. Aber sehr schön, dann da auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Du hast vorhin auch schon in Kombination mit dem Krankenhaus diese Corona-Problematik angesprochen. Bei dir, so langsam kommt jetzt die Urlaubs- und Ferienzeit. Ist da irgendwas geplant Richtung Urlaub oder doch eher zu Hause bleiben? Also ich bleibe teils zu Hause, aber teils will ich auch wegfahren. Ich habe geplant, wieder nach Berlin mal zu fahren und dort ein paar Freunde zu besuchen. Und genau, aber an sich habe ich noch keinen festen Plan. Leute, Berlin, no front an alle Berliner, aber Berlin wäre für mich kein Urlaub, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Berlin ist so eine wilde, schnelllebige Stadt, ey. Puh. Ich bin allgemein nicht so der Städteurlauber, ich bin mehr so der Strand- und Chillen-Urlauber. Also bei mir, Urlaub muss auch Sonne mit dazugehören. Ich könnte nicht richtig so bei Regenwetter Urlaub machen. So, das ist nicht meins, so, dann kann ich auch direkt zu Hause bleiben. Aber Menschen, die unter Urlaub auch verstehen, so richtig so einfach deutsche Städte besuchen, das finde ich fast faszinierend, ich persönlich. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, die auch gerne in Deutschland Urlaub machen. Aber finde ich krass, da komme ich nicht drauf klar, weil ich bin so, boah, Urlaub ist für mich etwas zu sehen, was ich sonst nicht sehe. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Boah, das war so poetisch krass. Ich bin, ich sollte ein Buch schreiben, ey. Okay. Ja, dann lässt du das auch ein bisschen auf dich zukommen. Gibt es denn sonst, was dein Social Media angeht, irgendwelche Zukunftspläne, was du so planst, irgendwelche Projekte? Oder? Ja, es gibt da auf jeden Fall ein paar Pläne, die ich habe. Ich würde gern bald mal anfangen, auch bezahlte Kooperationen zu machen, anstatt einfach nur kostenlose Placements für Shisha. Da meine Zielgruppe eh nicht in dem Alter ist, dass es Shisha rauchen sollte, denn Shisha ist ab 18 und meine Zielgruppe ist unter 14. Das ist vielleicht tatsächlich eine Sache, über die ich nachgedacht habe. Das ist ein weit gestecktes Ziel von mir auf Social Media. Stellt euch vor, er würde so antworten. Das wäre auch wild, oder? Aber mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt bin ich gespannt. Was hat Sean für Ziele auf Social Media? Jetzt bin ich dieses andere gespannt. Ja, es gibt Projekte, aber da will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten. Ja! Es gibt Projekte, aber ich schweige wie ein Füchschen, liebe Freunde. Das müssen die wildesten Projekte der Welt sein. Was denkt ihr? Bringt Sean eine eigene Make-up-Palette raus? Merchandise? Macht der Musik? Leute, ich warte auf diese wilden Projekte von Sean. Wenn diese wilden Projekte kommen, dann eskaliert hier die Welt, Alter. Bin ich sehr gespannt. Liebe Freunde, das war's mit dem Interview. Sean, falls du gerade zusiehst, melde dich gerne bei mir. Lass uns gerne mal ein anständiges Interview machen. Da wäre ich richtig offen für. Hätte ich anders Bock drauf. Falls du auch Bock drauf hast,
hit me up. I'm always there for you. Liebe Freunde, auf jeden Fall, sympathisches Interview, fand ich cool, hat unterhalten. Finde ich immer nice, solche Videos anzuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch unterhalten. Ich gehe mal davon aus. Und wenn das der Fall ist, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Kommentiert gerne. Oh, ihr könnt ja gar nicht kommentieren. Dann lasst doch stattdessen einfach ein Abonnement da und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video, denn morgen kommt auf diesem Kanal ein neues Video online. Liebe Freunde. Hey, heute ist echt der, bei mir ist der Wurm drin. Egal, wir sehen uns. Haut rein. I got a lot to do.